gut. Wir stiefeln den Berg wieder hoch. Wir machen uns jetzt auf den Weg ins Weiße Rössel. Was haben wir denn da, Herr Müller? Den German Bratwurst. Schon ein bisschen viel, aber hey, Spaß kommt. Hi Leute! Servus! Heute mal in anderer Mission ohne Kurt und eigentlich auch nicht in Urlaub, sondern auf dem Weg nach Stuttgart! Jawohl, zum Pet Shop Boys Konzert! Das mir mein Mann geschenkt hat. Also die Karten zumindest, nicht das Konzert. Das ganze Konzert habe ich geschenkt, Junge. Ja, freue mich wie Bolle, ist die Band meiner Jugend. Ich liebe sie. Ja, da kommt keiner ran, deswegen wird es heute ein richtig cooler Abend. Hat sie sich verdient, mein Mädchen, weil sie immer so viel mir meinen Rücken stärkt und so, wenn ich nicht da bin, so alles für mich managt und macht. Oh. Bella Gioria, amore. Werde ich ja ganz rot. Ja, yeah. Das weißt du aber. Ja, das weiß ich, ja. Nee, machen uns einen schönen Abend heute. Wie gesagt, jetzt sind wir erstmal auf dem Weg, checken dann ins Hotel ein, weil wir bleiben eine Nacht dort. Und morgen, ja, gucken wir mal ein bisschen in die Stadt, ein bisschen Shopping vielleicht und eventuell auch in den Zoo. Ich war schon ewig nicht mehr in den Zoo und ich gehe gerne in den Zoo. Und, bei die Affen! Gib dem Affen ordentlich Zucker. Gib dem Affen Zucker, ja. Wir machen uns auf jeden Fall einen schönen Tag morgen. Ja. Das haben wir uns mal verdient. Videos sind soweit schon alles fertig geschnitten für das Wochenende. Das heißt, wir haben komplett frei in dem Sinne. Ja. Am Sonntag hauen wir uns da schön auf die Terrasse. Weil's da machen wir gar nichts. Genau. Außer Grill anschmeißen. Vielleicht das ein oder andere Kaltgetränk zu uns nehmen. Natürlich. Das machen wir. Was sonst, ja. Nein, aber wie gesagt, wir nehmen euch da mit und jetzt fahren wir erstmal und melden uns dann später wieder. Also, macht's gut. Servus. Ciao, ciao. Hallo Leute, wir sind angekommen in unserem Hotel in Stuttgart, im Moxie Stuttgart heißt es. Sehr schönes Hotel. Ne, da ist mein Männlein. Liegewiese ausprobiert. Perfekt. Läuft, ja, ist sehr schön hier. Für zwei Leute absolut ausreichend für eine Nacht. Dafür, dass es kostenlos ist, geht's eigentlich. Kostenlos? Ist nicht kostenlos? Haben wir das nicht geschenkt gekriegt? Nicht ganz. Ich hatte ein bisschen Booking-Guthaben, aber ist nicht ganz kostenlos. Also, aber egal. Nee, ist echt ein schönes Hotelzimmer. An der Rezeption, die Dame war auch sehr nett. Und sehr viele Rammstein-Fans hier, weil heute Abend auch das Rammstein-Konzert stattfindet. Wahrscheinlich hören wir unser Konzert nicht, wenn die da drüben oder gegenüber dann so einen Krach machen. Ja, verrückt, ey. Aber mal schauen. Aber ich zeige euch mal kurz das Zimmer. Also, Mann. Bett. Sessel. Also es ist nicht sehr groß, aber es ist echt schön urig. Ja, modern alles eingerichtet. Echt und klimatisiert. Cool. Und Klimaanlage, ja. Ganz, 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 ganz wichtig für meinen Mann. Die ist hier. Da. Klimaanlage. Und hier ist noch ein kleines Bad. Einfach, dass ich es mal gesehen habe. Also echt vollkommen ausreichend. Und die haben einen pinken Föhn. Geil. Ja. Ja, dann können wir ja aufs Konzert gehen, Puppe, oder was sagst du? Genau, also wir machen uns noch ein bisschen faul, ne? Genau. Dann muss der Papa sich nur die Glatze rasieren. Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit, also ja. Kein Stress. 18 Uhr fahren wir mit der U-Bahn. Ja. Und dann sind wir um 6:30 bei der Porsche Arena, um 8 geht's los. Ja, passt. Sitzplätze für Rentner sind ja reserviert.
Also daher. Es gibt nur Sitzplätze dort. Echt? Ja. Ja. Man merkt, wir werden alt. Ja, weißt du. Die 80er Jahre, Benz, die haben nur noch Sitzplätze. Die Uschi an der Rezeption hat gefragt, ob wir auf Konzert gehen. Und haben mir gesagt, ja, Pet Shop Boys, die kenne ich nicht. Haben wir gesagt, das war vor deiner Zeit. Also ich bin ja mit Queen aufgewachsen, hat sie gesagt. Ja, weil ihre Eltern es auch gehört haben. Das war auch vor deiner Zeit. Wir hatten das göttliche Glück, dass wir in den 80ern aufgewachsen sind. Gell? Und gelebt haben. Ja, aber sie hat ein Lied gekannt. West End Girls. Ja. Das hat sie gekannt, aber egal. Also wie gesagt. Ganz ehrlich, da bin ich noch nicht von überzeugt, dass die das gekannt hat. Das hat sie bestimmt mal in der Bravo, gibt's gar nicht mehr, oder? Doch, oder? Echt? Hat sie bestimmt mal gegoogelt oder so. Ja, genau. Quasi, ja. Wir lassen uns überraschen. Genau, wir lassen uns überraschen. Sagen euch dann Bescheid, wie es war, beziehungsweise ich glaube, innen können wir filmen, wenn sie noch nicht auftreten, aber dann mal gucken. Mal gucken, ob man da filmen, wenn nicht, machen wir ein paar Handyvideos oder sowas, weil die Kamera da mitnehmen braucht nicht unbedingt Zeit. Ja, na schauen wir mal. Wir machen das schon, dass ihr was mitkriegt. Genau. Okay. Also, wir sehen uns. Bis dann. Mach's gut. Ciao. Take away what we can do tonight. Can take away what we can do tonight. I gotta be honest, I'm feeling tired tonight. But the look in your eyes got me feeling alive inside. You. Nothing in our sight can take away what we can do tonight. Leute! Guten Morgen! Wir sind's. Ja, nachdem wir ausgeschlafen haben, gefrühstückt, jetzt nicht unbedingt gut, sondern gefrühstückt haben. Ein Frühstück mit Hindernissen sozusagen. Ja, ein Frühstück mit Hindernissen. Ja. Es war ein bisschen voll, ein bisschen unorganisiert, aber wir sind satt geworden und das ist die Hauptsache. Nein, die Möllers meckern nicht nur. Nein, das machen wir wirklich nicht. Nein, aber wir sagen schon die Wahrheit. Ein schönes Hotel, kann man wirklich sagen. Ja, das Zimmer war okay, es war auch wirklich ruhig. Also wir haben echt gedacht, weil das Hotel eigentlich komplett ausgebucht war, viele Rammstein-Jungs hier waren und Mädels und so. Da haben wir gedacht, naja, vielleicht geht die Feuershow heute Nacht weiter, aber es war wirklich war echt ruhig. Nee, das Hotel ist auch sehr modern eingerichtet, auch so von den Mitarbeitern, echt nett. Aber der Frühstückssituation, liebes Team vom Moxi, da müsst ihr echt noch mal was machen, weil... Ist mehr so Daumen so hier, ne? Ja. Hotelzimmer so und Frühstück. Aber das ist echt... Die haben uns gestern beim Einchecken schon gesagt, dass es heute Morgen beim Frühstück etwas enger werden kann. Das heißt, die wissen ja, dass es so wird. Ja. Da muss ich halt reagieren. Genau, da kann man sich drauf einigen. Genau, und ich meine, wir haben alles bekommen, aber bis wir alles gehabt haben, hat es mal locker eine Viertelstunde, 20 Minuten gedauert, weil du als nur am Rennen warst und hast geguckt, ob die was auffüllen, was die auffüllen und also das war wie so ein kleiner Hürdenlauf. Ja. Egal, wir haben einen geilen Abend gehabt. War super. Also ich bin überrascht, dass ich heute noch Stimme habe, aber es war so ein geiles Konzert. Also
mega, ehrlich. Ja, also man kommt eigentlich super back to the 80s, ja, wirklich. Voll, also echt. Man denkt sich ehrlich, das Lied habe ich auch auf Kassette gehabt. Ne? Und dann habe ich oder Schallplatte. Oder Schallplatte oder sonst irgendwas. Aber das ist einfach, keine Ahnung. Wir haben zwar Sitzplätze gehabt und wir haben mega geile Plätze gehabt. Also wir haben direkt schräg runter rechts auf die Bühne geguckt. Für sie hätte man gar keinen Sitzplatz gebraucht, weil die von dem ersten Lied an gestanden hat. Edelfan halt, sage ich nur. Und also ich musste mich dem Alter und dem Gewicht geschuldet schon immer mal wieder ein bisschen setzen, weil die Zeiten, wo ich die Kinder von der Box geschubst habe, die sind schon ein bisschen länger rum. Ne? Aber es war echt, also wirklich alle Lieder gespielt, die man erwartet hat. Ja. Und also super, ehrlich. Also wir sind quasi abgegangen. Ja, aber ja, hallo. Muss man echt sagen. Ja. Und wenn ich dann manche sehe, die sich da Karten kaufen, die haben da gesessen wie, keine Ahnung, ey. Wie ein Stein. Die haben noch nicht immer. Da denke ich mir, aber, hallo, es sind die Pet Shop Boys und die machen ja Popmusik und da ist ja auch Beat mit dabei und Elektrobeats und, aber egal. Ja. Wir hatten Spaß, was die anderen machen, ist uns sowieso Latte, wir machen unser Ding. Eben. So, und jetzt fahren wir nochmal in die Stadt. So haben wir zwar gesagt, nee, heute wahrscheinlich nicht, es wird uns alles ein bisschen zu stressig und zu viel. Ja. Aber wir müssen ja auch noch einkaufen. Genau, jetzt einfach ein bisschen noch durch die Stadt bummeln und noch einen schönen Tag machen und dann gemütlich heimfahren später. Definitiv. Dann nehmen wir euch noch ein bisschen mit. Ein bisschen das Schlösslein zeigen und so. Genau. Und das, was wir alles so vernichten an Fressalien und so. Ich muss auf jeden Fall mal gucken, ob ich einen Barber finde. Ja, das glaube ich schon. Ein Barber-Baba. Weil so langsam wächst mir das Ding echt ein bisschen schief aus dem Hals. Ja. Aber egal. Ja. Wir düsen jetzt los. Ja, wir düsen los. Weit haben wir es nicht. Nö. Und wir melden uns später dann wieder. Genau. Ciao. Bis denn dann. Voll hier, aber schön. Stuttgart City Innenstadt, Junge. Kann man super shoppen. Steppt der Bär wie die Sau, echt, ey. Ja. Das ist der Wahnsinn. Und wieder mal ein altertümliches Gemäuer. A Kirch. A Kirch. A Kirche. A Kirche. Und dann so ein Klotz daneben. Sieht ja auch hässlich aus, oder? Das Haus ist schön und dann hast du so einen Steinklotz. Manche Architekten versteht man nicht. Nee. Freunde, absolut nicht. So, jetzt gehen wir mal rein in die Kirche. In die evangelische Stiftskirche. Kirche. Kirchenfenster immer so schön. Ja. Und? Ich bin katholisch. Kannst du was von kaufen? Oh, guck mal, schön, ne? Schöne Blumen, sehr schön. Stehen mir. Und dann lacht sie wie eine Hex, verstehst du? Always find joy in the smallest of things. That is what we found in you. Oh, 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 you are joy. Never give up when the going gets rough. Hope is everything you need. Oh, 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 you are hope. Oh, 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 you are hope. Don't forget you're not alone. The Holy Spirit wants to guide you on. The journey, child, will never end. Once your heart's been marked by a love for Him. The smallest of seeds grow the largest of trees. Just have to believe. Oh, 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 oh.
of fate. Für die Leute, die konnten ja früher nicht lesen. Und diese Fenster, die haben Geschichten erzählt. Doch. Doch, viele konnten. Ist hier alles weiß? Doch, früher konnten ja die meisten nicht lesen. So. Ja, und weiter? Ja, dann haben sie halt das, so die Fenster. Das erzählen Geschichten. Guck mal, das ist. Da ist der Jesus, das ist die Kreuzigung, das ist der Kreuzweg. Ja, wenn es so ist, also ich lerne ja auch noch dazu. Bin ja auch erst 50, fast. Ja, kennst du die Geschichte vom Luther nicht? Martin? Der dicke Martin. Komm, lass uns hier mal hinsetzen. Die sind auch alle. Lass uns hier mal innehalten. Leute, das ist so eine Hitze schon wieder da draußen. Also für mich schon wieder katastrophal, ey. Der schwitzt ja schon bei 15 Grad. Aber Klimaanlage im Zimmer machen wir auch. Haben wir doch. Wir haben eine, aber die ist so laut. Oder wir müssen die mal pimpen, dass die nicht so laut ist. Du bist der Techniker. Na, wer kennt ihn? Wer kennt ihn? Ich nicht. Der alte Fritz. Ist Hä? Das? Klar ist das der alte Fritz. Glaub schon. Wir gucken mal lieber von vorne, aber ich glaub schon. Da war die Welt noch in Ordnung. Sind wir gerade schön auf dem Flohmarkt. Flohmarkt sind wir. Ja. Ne? Steffi wollte unbedingt auf dem Flohmarkt. Auch. Mal gucken, man, ich finde zwar nicht was, aber ich finde es ganz cool, immer mal so ein wenig rumzustöbern. Man sieht auf jeden Fall alte Sachen. Also unsere Reise in die Vergangenheit geht weiter sozusagen. Jetzt gucken wir erstmal, wer das ist. Und wer ist es? Tja, der alte Fritz. Ich gehe mal hoch, ich guck mal für euch. Ja, schön, wenn es mal irgendwo stehen wird. Ich sag, es ist der alte Fritz. Ich google's jetzt für euch. Halt, Weiblein. Ich zeige euch mal den Flohmarkt. Ich finde es immer ganz cool. Fischmarkt. So weit sind wir gelaufen. Ja. Mein Männle guckt. Ich finde aber nichts. Google Maps sagt, hier ist der Hamburger Fischmarkt. Ich hatte gedacht, wir sind Karlsplatz. Weniger Besucher als wie gewöhnlich. Was ist er? Das ist der alte Fritz, 100%. Der alte Kaiser. Ne? Der große Fridolin und der große Fritz. Also wer es weiß, wer aus Stuttgart kommt und uns ganz einfach sagen kann, wer es ist, schreibt uns das in die Kommentare. Ich sage, es ist der alte Fritz. Unser alter, geliebter Kaiser. Ne? Sag ich jetzt mal. So, hier ist noch mal Rödelgedöns.
Nein, das ist, weiß ich, meins ist das nicht. Ach. Nee, man guckt sich das mal an, aber schon allein jedes Wochenende den Scheiß abzubauen und aufzubauen, das wäre nichts für mich. Ich weiß nicht, ob es jedes Wochenende ist. Nee, ich denke mal, die werden schon überall jedes Wochenende woanders sein, oder? Kann sein. Das ist halt den ihr Leben, mein Gott. Machen wir mal eine Platzvorstellung von hier. Manchmal findet ja man auch Schätze. Ja. Ja. Wir haben uns ja auch gefunden. Wir Schätze. Auf dem Flohmarkt. Schätzelein, auf dem Flohmarkt. Ja. Beim Ausverkauf in Stay Friends oder wie so. Nee, Friends Scout 24. Love Scout. Nee, Friends Scout. Was weiß ich. Ja, also. Bis später. Bis später. Schlossplatz. Wir wissen es jetzt. Kaiser Wilhelm der Erste war es, der alte Fritz. Also ich kenne den so mit Spitznamen, der alte Fritz. Also ich bin der Meinung, der ist es. Das wollte ich euch nur sagen. Wir googeln es. Haben wir doch schon. Haben wir schon. Das Rosenmeer an, Junge. Herrlich. Wunderbar. Ich liebe ja Rosen. Kriegst du immer von mir. Jedes Wochenende. Jedes Wochenende. Jedes. If I had a thousand tongues, ich bin wach. I would sing with everyone. Voices like a mountain song. Sehr schön. Sing you are my only one. Oh my, oh my, oh my days. Life is wonderful. Life is wonderful. Never understood, but life can be this good. I would launch a thousand ships just to be about your lips. Tell them all to sail away. Voll der Touri. Oh, echt, ey. Bilder, Bilder, Bilder. Für Instagram. Damit ihr auch was zu gucken habt. Man hat uns nämlich jetzt angeschrieben letzte Woche, ob irgendwas passiert wäre. Wir würden gar nichts mehr auf Instagram posten oder so. Also. Echt? Ja, habe ich das nicht erzählt? Mhm. Ups. Ja, wir leben. Aber wir sind ja nicht nur am Campen, wir arbeiten ja auch noch ein bisschen was. Und ich finde halt immer, Instagram sollte mal so aktuell sein. Ne? Wir sind keine Influencer. Wir haben nur Influenz manchmal. Oder wie es heißt. Ja. Wir rennen hier seit 5 Stunden durch Stuttgart und wir haben keinen Eiskaffee gefunden bis jetzt. Echt, ey. Ist ja nicht normal, ey. Aber Gänse. So sah der aus. Wer? Das Viech, das ist so ein rotes Gefieder. Siehst du das? Ja. Was hat der so gemacht? Ein Viech ist mir auf der A1 vor meinen LKW geflogen und hat mir meine Sonnenblende zerlegt. Hm. So, jetzt läuft das Kind dahin, kann ich wieder nicht filmen. Ja, wenn er dich packt, ja, dann machst du nicht mehr. Ksch, ksch. Aber echt. Ja. Ja,
Das haben wir ein geiles Wetter, ey. Und am Wolfgangsee friert man sich die Nüsse ab, weil es pissen tut wie sonst was. Ne? Aber egal. Ist einfach geil da, gell? Schön das ist hier, das beste ja. Staatsoper-Theater ist Theater, das, ne? Ja, irgendwie. Ja, irgendwas. Zu Hause. Freunde, wir sind zu Hause. Servus, Leute. Wir haben es geschafft. Ja. Wir haben einen schönen Tag noch in Stuttgart verbracht heute. Schönen heißen Tag. Es war bullenwarm. Ja, und es war echt viel los, ne? Ja, also mega viel. Ja, war echt absolut gut also, besucht. Stuttgart kann man zum Bummeln schon empfehlen in dem Sinne, gell, wenn das Wetter cool ist. Obwohl manch Kellner ein bisschen komisch ist, aber wollen wir nicht drüber reden. Ne? Sonst heißt es wieder, die Möllers. Nee, hat auch kein Trinkgeld gekriegt. Hat kein Trinkgeld gekriegt. Nein, das hat er sich nicht verdient. Nein. Aber normalerweise sind wir nicht so. Nein, aber eigentlich müssen wir das auch gar nicht erzählen. Aber ist ja egal. Nee, es war schon ein bisschen doofe Situation. Ja. Ja. Und wer mich von meinem anderen Kanal her kennt, der weiß ganz genau, dass ich immer das sage, was ich denke. Ja, und also, das ging nicht. Nee, das ging nicht. Erzähl's, komm. Haus raus. Nein, der hat. Wir waren in der Sonne. Ja, was denn nun? Nein oder ja? Ja, erzähl du's. Nee, erzählt. Wir waren in der Sonne, hatten einen Tisch in der Sonne. Und dann wurde ein Tisch, ein Vierer- oder ein Sechser-Tisch frei im Schatten. Und dann haben wir zu dem einen Kellner gesagt, oh, da unten ist ein Tisch frei. Sagt er so, ja, gehen so runter. Ich sag meinem Kollegen Bescheid, was vollkommen cool war. Wir hatten noch nicht immer bestellt gehabt. Ja. Und dann sind wir da runter und dann flitzt der Kollege an mir vorbei und ja, muss den Tisch nicht sauber machen. Und dann habe ich gemeint, ja, okay, wir setzen uns dahin. Ja, eigentlich ist der Tisch ja nur für Familien. Wenn da jetzt eine vier- oder eine fünfköpfige Familie kommt, dann müssen die sich da hinsetzen. Ja. Heißt das, aber wir sind jetzt da. Das heißt im Endeffekt, weil wir keine Familie waren, in dem Sinne des deutschen Gesetzes, sollten wir uns in die brütende Hitze setzen. Dann habe ich dem gesagt, sei mein Freund, willst du was verdienen oder willst du nichts verdienen? Also es war nicht, auch wie er es gesagt hat. Ja, es war also, richtig war, doof. Ja, nee, das war echt nicht schön. Und dann hat er die ganze Zeit irgendwie versucht, lustig zu sein oder also sowas. Aber das nicht, war irgendwie rum. Erst uns so anpampen und dann einen auf cool machen, das mag ich nicht. Also, nee, sie mag es nicht und ich habe es gestochen. Hab ich wir gesagt, haben uns trotzdem hingesetzt. Ja, wir haben uns trotzdem hingesetzt, ne? Weil das absoluter Schwachsinn ist. Ja, weil da kamen noch so viele Leute, dann haben sie die Tische geteilt, das hätten wir bei uns auch machen können. Oder das hätten sich auch zwei noch bei uns setzen können, logisch, haben wir null Probleme mit. Überhaupt nicht. Ne? Aber so einen blöden Spruch kann man sich echt sparen. Naja, egal, wir haben trotzdem, Spaß schön, gehabt. Ja. Schönen Abend am Freitag und heute auch nochmal einen schönen Tag. Und jetzt gibt's Pizza. Wir haben uns Pizza geholt. Halb und halb. Und halb und halb. Und halb und halb gibt ein ganzes. Ganz und ganz. Ne? Hauen wir jetzt gleich auf unseren Pizzastein. Und Leute, wer das noch nicht gemacht hat, grillt eine Pizza. Holt euch einen Pizzastein, macht euch Bene, echt. Und es gibt, ja, kann man das sagen? Lidl kann man sagen, ne? Bei Lidl gibt es so große Pizzen, also etwas größere. Die sind echt gut. Die sind echt, also gerade für den Grill sind die echt mega geil. Kann ich euch nur empfehlen. Ja, summa summarum haben wir echt ein geiles Wochenende bis jetzt gehabt. Wir tun jetzt den Chill-Modus einsetzen. Ich habe schon, Feuer habe ich schon geholt, ne? Feuerholz. Und heute Abend gibt's Alkohol, Feuer und eventuell chillen wir nur oder wir gucken hier draußen Fernsehen. Mal schauen. Das, was heißt denn hier schon wieder mal schauen? Ja, wir schauen mal, was wir machen. Schauen wir mal. Ja, chillen oder dann Fernsehen gucken. Oder so ist es. Ja, Leute, das war mal ein etwas anderer Teil von uns. Aber selber schuld, ihr habt uns abonniert, ihr wollt wissen, wie es uns geht. Und also wie gesagt, wir haben mega Spaß gehabt. Nächste Woche bringe ich unseren Kurt in die Werkstatt. Wieder ein paar Garantiefälle. Mhm. Morgen holen wir dem Fatty seinen Wohnwagen, weil die düsen nächste Woche Mittwoch mal weg. Und endlich sturmfreie Bude. Yeah! Ja, Freunde, also wir bedanken uns fürs fürs Zuschauen. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Wer es noch nicht gemacht, lasst uns gerne ein Like da. Abonniert unseren Kanal. Und kommentiert bitte unsere Videos, denn nur das bringt uns nach vorne. Viele Kommentare schieben uns im Ranking nach oben.
Und da wollen wir natürlich hin. Mit euch zusammen, versteht sich. Also, wir bedanken uns bei euch und verbleiben mit schönen Grüßen. Eure Möllis. Hört, hört. Eure Möllis. Bis dahin. Ciao, ciao.